Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde GTA 5 Custom Maps. Und ich bin mal wieder alleine am Start und habe eine Map von Poison Maps Sufu rausgesucht für euch. Eine 2-Sterne-Map in der Hoffnung, wir beenden heute mal eine 2-Sterne-Map in den 20 Minuten. Oh, gib mir... Ja. Oh, First Try, Freunde. Easy. 10 Sekunden. Map beendet gleich. Kappa. Auf das zweite muss ich. Bisher alles First Try. So. Jetzt geht's hier rund. Ah, das ist nicht First Try. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Aber es könnte mit viel Glück der Second Try werden. Ja. Noch läuft der Second Try, würde ich sagen. Solange man hier oben ist, muss man den Speed vielleicht mitnehmen. Nee, muss man nicht. Ziemlich sicher. Ah, okay. Second Try wird es auch nicht. Knapp. Knappe Kiste. Ah, schade. So. Schade. Oh, come on. Warum muss da jetzt so ein schwerer Punkt kommen? Okay. Vorne, das gibt's doch nicht. Muss ich da echt den Speed irgendwie mitnehmen? Wie? Jetzt komme ich da nicht mal mehr hoch. Man fliegt ja da so ein bisschen, das geht gar nicht. Ah, geht doch. Meine Güte. Hab nicht viel Zeit. 20 Minuten Challenge ist am Start. Okay, Mitte. Hier hatten wir mal auch so ein ekliges Ding. Man kommt da auch ohne diese Rampe hoch. Von den drüben. Das hatten wir nämlich auch mal. Das war richtig eklig. Wirklich richtig, richtig eklig. So, den Punkt haben wir. Das hat Hiro dann irgendwann noch keine Ahnung wie viel Zeit geschafft und ich habe es dann irgendwann nachgemacht. Nochmal so viel später quasi. Hä, wie soll man da hochkommen?
Bin ich irgendwie gerade blind, blöd oder beides? Okay, da so wahrscheinlich. Muss man nur noch dagegen kommen irgendwie. Nice. Kappa. Hä? Gib mir doch einfach den Punkt. Ich war doch direkt dran. Geht doch. Oh, sogar oben gelandet. Like a poor gamer, Freunde. Was muss man da machen? Muss man da echt auf dem Ding drehen, oder was? Hä? Ja, muss man. Ah, was mache ich da? Warum drücke ich... Es tut manchmal weh, Freunde. Aber nur manchmal. Hä? Warum ist der da... Hat der da noch Gas gegeben? Ich habe gar kein Gas mehr gedrückt. So, den Punkt haben wir auch. Jetzt kommt wieder sowas. Und diesmal klappt's, wenn man zurückzieht. Also ich habe es jetzt noch nicht geschafft, aber das würde klappen. Guckt. Also man kommt da hoch. Nicht so wie beim letzten Mal, da hatte ich ja auch eine Map von ihm am Start, also vorgestern, da habe ich mich immer so rausgedingst. Hä, was war das? Come on! Ich war doch oben. Lass mich doch einfach da. Oh, come on. Was mache ich da? Oh nein, da war ich einmal oben, da mache ich so einen Kack. Will ich es aber wissen hier, ne? Das war knapp. Ich glaube, man muss das sogar machen. Ja. Perfekt. Jetzt da dran. Ja, Punkt habe ich, Rest ist egal. Und ich will es nur, um es zu wissen, ob ich es geschafft hätte. Nein. Ich wäre wieder komplett runtergefallen. Gut, dass ich den Punkt schon bekommen habe. Eieiei. Man muss gar nicht so weit. Gut, dass da die Dinger waren, sonst wäre ich da elendig drüber geflogen. Zack, gehen wir hier entlang.
So, gucken wir mal, ob wir hier noch hochkommen. Oder nicht. Was? Hier schaffe ich es nicht hoch, oder was? Okay. Die Treppe nehme ich als Dings. So, geht doch. Wie soll ich das jetzt machen? Was hat er für mich vorgesehen? Der hat für mich vorgesehen, finde deinen Weg. Keine Rampen, nix. Okay. Also erstmal natürlich von hier ganz hinten. Was? Oh, ich habe ihn bekommen. Ich dachte schon, So, in die Einkaufsstraße hier. Aus dem Weg, sorry. Ah, Parkhaus ist das. Ich dachte schon, was habe ich hier jetzt wieder übersehen, ne? War kurz mein Gedanke, aber das ist ja ein Parkhaus. Das habe ich übersehen, dass das ein Parkhaus ist. Runterfahren ist irgendwie einfach, oder meine ich das nur? Das sieht breiter aus. Ach so, lol. Okay. Oh, come on, ey. Wie viel? Jetzt hat man zu viel Speed. Bisschen zu wenig. Der war knapp. Wird man wenigstens gerade respawnen, ne? Das wäre schon mal so eine geile Sache. Huhuhu. Die würde ich nie vergessen, ne? Gerade respawns sind beste respawns, Freunde. So, perfekto. Jetzt kommt der Killerpunkt wahrscheinlich. Oder meint ihr, der braucht noch? Ich weiß es nicht. Aber das war noch nicht. Jetzt da. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Nach wie vor nicht. Irgendwie seinen Reifen einhaken, aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie. Aber man kann den Punkt auch so kriegen, glaube ich. Irgendwie vielleicht. Ich habe es echt noch nicht gecheckt, wie man das machen muss. Ich mach's mal mit Tastatur. Ob es da irgendwie einfacher geht. Ich weiß es nicht. Seinen Reifen da so einklemmen, oder? Aber mit Fullspeed. Habe ich schon mal gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll? Nein, jetzt habe ich's. Okay, okay, okay. So, ich nehme einfach den maximalen Speed und hoffe, dass das irgendwie sich ausgeht. Ich weiß auch nicht, was man da drücken muss oder so, Freunde. Wer das weiß, kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, egal wie. Punkt. Also, den Kackpart habe ich auch überlebt. Uiuiui, was kommt jetzt für ein Kackpart? Hier muss man weit jumpen, glaube ich. Und zwar nicht nur einen einfachen Jump, sondern einen Triple-Super-Duper-Jump oder so. Ich habe die Map noch nicht gesehen, aber das ist so typisch wieder. Ja. Zumindest mal einen doppelten. Ich habe keine Ahnung, wohin da rechts. Okay.
Triple Jump war das. Ah, okay, dafür, dass ich nicht wusste, wohin, immerhin bin ich beim ersten Mal richtig gelandet, halbwegs. Natürlich nicht perfekt, ne? Keine Frage, aber muss man ja auch nicht immer. Dafür war der zu gut erst und dann habe ich zu früh abgebrochen. Easy, ja, perfekto. Den Punkt haben wir. Wir bleiben mal hier drauf, weil da vorne ist der nächste Punkt. Uiuiui, Freunde, 20 Minuten Challenge on the one. 4 Minuten haben wir noch. Oh, schade. Knapp, knapp. Okay, das ist aber auch machbar, glaube ich. Gib mir doch den Punkt, ich bin doch quasi drin. Kann man noch so sagen. Ach, schade. Ganz knapp. Schon wieder bin ich quasi drin. Ich nehme ein bisschen Anlauf, nicht viel. Das gibt es doch nicht. Jedes Mal fliege ich so ein bisschen rechts rein. Bisschen zur Seite hier und dann ist vorbei. Ja, come on, oder zu kurz. Okay, die 20 Minuten Challenge wackelt. Die wackelt verdächtig, ja, scheiße. Oh, was mach ich da? Direkt respawn einfach. Oh, come on. 2-mal jetzt derselbe Scheiß. Boah, ich hab den Punkt. Ist der Punkt am Boden, Leute? Ich dachte, da kommt was. Und das kommt es jetzt wieder. Oder? Wo ist der Punkt? Auf dem Geschäft hier? Come on, lass mich doch da hoch. Oder in dem Geschäft, ist der da drin? Ich respawn mal kurz. Da war ich nämlich gerade sogar zu hoch angezeigt. Warum ist hier? Ist es hier immer das Start-Finish-Ding? Hier gab es doch irgendwo eine Easy-Wand, oder? Come on, hier. Irgendwo. Schafft man die? Oder hängt man da irgendwo fest? Direkt da. Da hängt man auch fest.
Okay, ein bisschen mehr Anlauf, dann sind wir direkt da oben, aber ich weiß nach wie vor nicht, wo der Punkt da sein soll. Ach, come on. Jesus, Maria und Josef. Ich will doch nur da hoch. Scheiß auf die 20-Minuten-Challenge gerade, Freunde. Ich habe nämlich nur noch 2,5 Punkte. Ach, come on. Da wird man da geblockt. Ah, hier ist eine Mauer. So. Ah, gibt's doch nicht, ey. Warum wird der Punkt da nicht vernünftig angezeigt? Egal, ich gehe da jetzt wieder hoch, aber diesmal vernünftig vielleicht schon direkt. Oh, vielleicht auch gar nicht. So, der ist da und der ist dann da vorne, Freunde. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao!